Hallo, herzlich willkommen im Restaurant Mama Afrika. Ich bin Josef Kozawski, Küchenchef in diesem Restaurant. Und heute koche ich für Sie eine Krokodilspfanne mit Frischkäse. Dazu benötigen wir etwas Krokodilsfleisch. Darauf zu achten ist, dass dieses Fleisch immer von einer Farm kommt. Wir beziehen es aus Simbabwe, es gibt aber auch in Australien, in Thailand und in Mexiko welche. Scharf anbraten. Der Geschmack vom Krokodil variiert zwischen Kalb, Huhn und Lachs. Es kommt daher von dem Fettanteil, was in dem Krokodil sich ansammelt. Geben wir ein paar Zwiebeln dazu. Schwitzen diese mit. Löschen es mit Weißwein ab. Würzen es mit etwas Salz. Pfeffer. Und gemahlenen Koriander. Geben einen Schluck Milch hinzu. Einen guten Esslöffel Frischkäse. Versuchen, die Klumpen von dem Frischkäse aufzulösen. Wir können auch gerne den Herd etwas runterschalten. Lassen dies bei geringer Temperatur 3 bis 4 Minuten köcheln, damit das Krokodilsfleisch auch gar wird. Geben nun einen winzigen Schluck Sahne hinzu. Sahne ist absoluter Geschmacksträger, also allgemein Fett. Wir erreichen eine kleine Bindung von der Pfanne. So. Und lassen dies jetzt noch mal 2 Minuten kochen. So, die Krokodilspfanne hat jetzt genug gekocht. Jetzt geben wir nur noch frischen Koriander hinzu. Immer bitte erst zum Schluss, da er sonst grau wird und sein Aroma verliert. So, und schon ist sie fertig, die Krokodilspfanne mit Frischkäse. Wird es angerichtet mit dem Couscous. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de